So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 29. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Natürlich nach den jüngsten Entwicklungen am Freitag eine ganze Menge zum Abdecken und ein bisschen einzuordnen. Was ist da eigentlich passiert? Also wir haben es ja schon am Freitag, ja klar, Freitagmorgen hatten wir es zum Thema gemacht. Diese massive Volatilität, die wir dort zu sehen bekommen haben, infolge der aufgetretenen Omikron-Variante, der Supermutante, die Corona-Sorgen wieder rund um den Globus hat geschürt. Wir haben massive Abschläge in Asien gesehen. Wir haben einen in dem Zusammenhang DAX gesehen, der zunächst Richtung 15.3 lief und dann eine Gegenbewegung ja hier eingeleitet hatte bis 15.5. Ich hatte eigentlich noch ein recht günstiges Szenario skizziert gehabt. Und ja, dann hatte ich allerdings ein bisschen unterschätzt vielleicht, dass wir doch ein arg dünnes Umfeld natürlich in den USA haben. Und in diesem Zusammenhang dann einen massiven Spike im VIX sich ziehen haben sehen. Also sprich, wir haben hier den viertgrößten Anstieg auf Eintagesbasis rein prozentual betrachtet. Aller Zeiten tatsächlich, und wir werden da gleich einen Blick drauf werfen. Ja, und dann hat tatsächlich der DAX bereits am Freitagabend schon eine Attacke auf die 15.000er-Region gesehen. Ich habe dann am Freitagabend, das stimmt gar nicht, Freitagabend, das war übers Wochenende, ich glaube Samstag, Sonntag, irgendwie so in dem Dreh, nachdem ich diese Entwicklung im VIX dann auch gesehen habe, begünstigt durch dieses sehr, sehr dünne Umfeld, habe ich gesagt, höchstwahrscheinlich eher ein Szenario Flashout auf der Unterseite, Übertreibung vielleicht nochmal und dann tatsächlich ein kurzer Spike in dem Zusammenhang im VIX dann zeitgleich über 30, DAX wie gesagt kurz unter 15 und dann eine Gegenbewegung beziehungsweise den VIX dann entsprechend erwartet Richtung 20 Punkte wieder zurücksetzen sehen. Ja, tatsächlich sollte es diesen Flashout-Moment gar nicht geben, sondern stattdessen gappen wir aufwärts und sehen bereits jetzt eine Gegenbewegung. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es das auf der Unterseite zunächst war. Also ich will nicht unterschätzen, was die Politik draus macht, aus dieser Omikron-Variante und dergleichen, aber wir haben ja schon übers Wochenende gesehen. Also die einzigen, die da irgendwie richtige Welle am Machen sind offensichtlich Politiker an dieser Stelle, beziehungsweise dann vielleicht auch der eine oder andere Virologe in irgendeiner Form, der sich dort wieder positionieren möchte, als Erschreckensszenario skizziere. Aber man hat jetzt ehrlich gesagt nicht so den Eindruck, als wenn das der große Gamechanger eben tatsächlich wäre. Also im Hinblick jedenfalls auf einen dramatischen Verlauf, beziehungsweise man dort ein bisschen vielleicht weniger emotional in die Debatte herangehen sollte. Und das spiegelt sich auch gerade in den Finanzmärkten eben tatsächlich wieder. Also da sind wir dann so im Modus, möchte ich mal fast behaupten, show me where the money is. Und wenn man sich anschaut, was die Märkte jetzt gerade daraus machen, Rückeroberung der 4,6 im S&P, beziehungsweise DAX deutlich zurück, oberhalb von 15.000, sicherlich noch im Korrekturmodus, sicherlich noch angeschlagen, aber nichtsdestotrotz, also für den Ausverkaufsmodus, auch der rechtfertigt, dass zum Beispiel Öl parallel dazu am Freitag über 10% verloren hat, da werfen wir auch einen Blick drauf. Muss man ganz ehrlich gestehen, sieht das ehrlich gesagt ein bisschen weniger dramatisch aus, als die Medien und auch die Politik es eben jetzt gerade eben skizzieren. Wir werden, wie gesagt, einen Blick drauf werfen. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und dem hohen Risiko einhergehen, wegen der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil lade man sich zunächst eine Demo herunter auf markets.com/de, schaue, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen eignet. Und wenn man dann für sich die Entscheidung trifft, ja, das passt, im risikofreien Modus entsprechend getestet hat, ein Live-Konto ist dann ebenfalls auf diesem Weg eröffnenbar. Und alle Informationen, auch der vollständige Risikohinweis auf markets.com/de. Darüber hinausgehend gerne eine E-Mail an Elena schicken für weitere Fragen, die man vielleicht in diesem Zusammenhang haben sollte, haben könnte. Gerne mich kontaktieren, jetzt hier während des Livestreams in der Chatbox mit Fragen rund um die Märkte, auch Märkten, die wir gerne natürlich jetzt betrachten können, wo Fragen aufkommen oder aufkommen dürften vielleicht nach der verstärkten Volatilität. Gerne unterhalb des Videos die Möglichkeit nutzen, Fragen zu stellen. Wer sich die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, gerne die Möglichkeit nutzen, auch übers Forum, über meine Webseite zu kommen, jk-trading.com/forum. Dort habt ihr die Möglichkeit, über eine täglich eingerichtete Trading-Chatbox euch mit mir beziehungsweise auch mit anderen Trading-Gleichgesinnten auszutauschen. Discord-Community ebenfalls, Twitter, gerne auch eine E-Mail schicken, wenn ihr möchtet. Also verschiedene Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich hier mal einmal zack, diesen Slide auf. Das ist jetzt nicht die Markets X Handelsplattform, sondern eine Grafik, die wir uns gleich detailliert anschauen wollen. Hier ist einmal die Markets X Handelsplattform. Und ich räume jetzt mal kurz hier ein bisschen im Hintergrund auf.
Ich habe schon gesehen, dass alles gut gestreamt wird. Ich hatte gerade hier eine Fehlermeldung, kurz bevor ich den Stream starten wollte, dass der Stream-Key irgendwie nicht erkannt wird. Aber soweit ich das hier überblicke, scheint alles fein zu sein. Also hier gibt es keinerlei Schwierigkeiten. Also es wird alles gut gestreamt. Sollte sich das ändern, lasst es mich gerne wissen. Am ehesten bekannterweise treten Schwierigkeiten bei YouTube auf. Deswegen gerne an alle hier einmal der Link zu Twitch. Zack, da wird das ebenfalls gestreamt. Und ja. Das wäre soweit erstmal zur Einleitung gewesen. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf den DAX an dieser Stelle, der jetzt nochmal den Bereich, den wir schon am Freitag zum Thema gemacht hatten, um 15.3 anläuft. Diese Region hier, heute früh kurze Attacke auf diesem Bereich gesehen. Verteidigung, was jetzt allerdings problematisch ist, wir scheitern hier am EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Könnte sein, dass das ein Signal zur Vorsicht ist, denn wenn wir jetzt tiefere Tiefs markieren sollten, sollten wir also hier unter 15.3 nochmal deutlich rutschen und diese Tiefs von heute früh jetzt rausnehmen, um 15.280 Uhr, könnte es sein, dass wir nochmal tiefer unter die 15.2 rutschen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin insgesamt für Equities guter Dinge, ganz besonders für US-Equities. Also vielleicht im Hinblick hier muss man so ein bisschen eine Differenziation vornehmen und an dieser Stelle eben so ein bisschen die Frage sich stellen, sind europäische Aktien an dieser Stelle im derzeitigen Umfeld attraktiv vor dem Hintergrund dessen, was wir eben auch aus politischer Perspektive sehen, im Hinblick auf die weiter sehr deutlich anziehende Inflation. Ich habe heute früh Erzeugerpreise gesehen aus Italien beispielsweise, die einen dramatischen Kursanstieg nach sich ziehen. Wir können in dem Zusammenhang kurzen Blick drauf werfen. Was natürlich das Risiko erhöht, dass hier seitens der EZB eher früher als erwartet eine geldpolitische Änderung auf den Weg gebracht wird. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube nicht dran, aber glauben heißt nicht wissen. Labor, Moment, Verzeihung, Prices und hier einmal Produzenten, beziehungsweise ist ganz falsch, ich bin in der Eurozone, ich wollte aber Italien uns anschauen. Und jetzt hier einmal die Prices und hier die Produzentenpreise. Mal gucken. Haben wir. Ja, reicht aus eventuell. Also diese deutlich beschleunigende Bewegung, die wir hier zu sehen bekommen. Das ist nicht prozentual aufgegriffen, aber hier diese deutliche Beschleunigung von heute früh, das sind die höchsten Zahlen. Ich gucke mal ganz kurz, ob das hier. Nee. Ja, also das sind die höchsten Zahlen auf jeden Fall seit langer, langer Zeit, beziehungsweise sogar zurückgehen, das ist das Maximum. Ja. Hat noch nie derart stark starken Anstieg in den Erzeugerpreisen in Italien gegeben. Italienische Erzeugerpreise. Ist natürlich, naja, also die logische Konsequenz der Unterbrechung der Lieferketten in Verbindung mit einfachem geldpolitischen Exzess und dem Umstand, dass die Leute eben jetzt auch anfangen, ich sage mal, wie soll ich sagen, zu misstrauen, ne? Also der Politik zu misstrauen. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht unterschätzt, im Hinblick eben auf generell die Währung, in dem Fall den Euro an dieser Stelle. Es ist ja, es ist eine Vertrauensbasis, auf der das stattfindet. Also das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich mit meinem Euro in einen Laden gehe, jetzt sehr einfach gesprochen, und damit ein Gut erwerbe, als Abnehmer dann dieser Euro an dieser Stelle, also ich bin Dienstleister oder ich verkaufe bestimmte Produkte, ja, das Produkt, ich lasse mich in Euro bezahlen, dann ist es so, dass ich als derjenige, welche, der sich hier für sein Produkt in Euro bezahlen, dass davon ausgeht, dass ich diese auch ohne Probleme an anderen Stellen eben umtauschen kann. Das ist natürlich jetzt sehr dramatisch gesprochen. Also eintauschen kann gegen andere Dienstleistungen des täglichen Lebens und dergleichen. Und nun ist es so, dass eben nicht nur die Europäische Zentralbank durch ihre jüngste Kommunikation, auch durch Christine Lagarde beispielsweise, gezeigt hat, dass sie eventuell mit der Gesamtsituation überfordert ist, will ich nicht sagen, aber zumindest mal einige fragwürdige Entscheidungen, einige fragwürdige Kommunikationen im Hinblick auf Inflationsentwicklung und dergleichen eben zum Thema gemacht hat, die sich auch nicht bewahrheiten. Und ergänzend zu dieser Zentralbankpolitik natürlich auch die Politik generell massiv an Vertrauen verspielt derzeit oder alles an Vertrauen verspielt hat. Also ich kenne niemanden mehr mittlerweile, der in irgendeiner Form irgendetwas glaubt, was die Politik von sich gibt. Was auch mit der Grund ist, zum Beispiel, weswegen man über die jüngsten Entwicklungen jetzt im Hinblick auf Omikron und neue Supermutanten und dergleichen sich eher sagt, naja, die führen etwas anderes im Schilde, in Anführungsstrichen. Denen kann man nicht vertrauen, die lügen sowieso wie gedruckt. Alles, was sie gesagt haben in der jüngeren Vergangenheit, hat nicht gestimmt, hat sich als nicht akkurat herausgestellt. Und das ist natürlich eine ganz bedrohliche Situation für in dem Fall die Machthaber, beziehungsweise diejenigen, welchen, die die Hand übers Geld halten. Denn,
logischerweise sollte klar sein, dass natürlich dadurch das Vertrauen massiv unterminiert wird und die Leute eben sagen, ich gebe das Geld so lange aus, solange ich überhaupt noch was dafür bekomme, im übertragenen Sinne. Das hört sich sehr dramatisch an, aber diese Entwicklung, die wir eben jetzt hier zu sehen bekommen, diese anziehenden Erzeugerpreis, beziehungsweise eben generell die anziehende Inflation auf breiter Front, also nicht nur in Italien, sondern eben dann auch in der gesamten Europäischen Union, fußt ganz essentiell eben auf der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Also wir haben ja jahrelang im Grunde genommen eigentlich die EZB gesehen, die immer mehr Liquidität im übertragenen Sinne ins System gepumpt hat, die EZB-Bilanz um ein Vielfaches ausgedehnt hat, aber die Inflation zog halt über Jahre nicht an. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Inflation ist an dieser Stelle ganz eng verbandelt mit der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Also bedeutet etwas anders formuliert, wenn die Leute das Geld, was sie jetzt bunkern, was ja auch ein Problem war, denn sie haben das Geld ja nicht genommen und haben es in die Wirtschaft investiert, haben Investitionen generell getätigt beispielsweise, haben Unternehmen gegründet, Ideen verfolgt oder sonst dergleichen. Auch hier, weil eben die Unsicherheit im Hinblick auf langfristig, wie soll überhaupt die Situation in der Eurozone generell weitergehen. Corona trägt nochmal ganz wesentlich dazu bei, Skepsis im Hinblick auf die Zukunft zu sehen und so weiter. Und dann hast du einfach ein Umfeld, in dem die Marktteilnehmer, beziehungsweise die Bürger das Geld bunkern, also bei sich auf dem Girokonto oder unter das Kopfkissen legen, jetzt mal sehr plump gesprochen. Und jetzt kommt ein Umfeld, wo du einfach feststellst, naja, du weißt eigentlich nicht, was jetzt passiert, also zeitnah. Ne? Zum Beispiel, was passiert denn, wenn jetzt die Supermärkte schließen oder wenn du nicht mehr in den Supermarkt reinkommst, weil du bestimmte Gesundheitsvorgaben nicht erfüllst oder was passiert, wenn die Lampen ausgehen, in Anführungsstrichen, wenn das Licht plötzlich nicht mehr funktioniert, der Strom nicht mehr gegeben ist. Und genau an dieser Stelle fangen die Leute jetzt eben an, in diesem Zusammenhang, naja, zu bunkern, beziehungsweise Strukturen zu etablieren, die sie auf diese dramatischen Umstände potenziell vorbereiten. Also das ist jetzt nur eine Idee, wie man das skizzieren kann, aber das bedingt alles miteinander. Und diese Entwicklung, die wir jetzt eben hier zu sehen bekommen, dieser starke Anstieg in dem Fall in den Erzeugerpreisen, beziehungsweise darüber hinausgehend auch diese sich deutlich beschleunigende Inflation, die wird sich früher oder später bemerkbar machen, dann auch im Hinblick auf die Geldpolitik seitens der EZB. Denn das musst du früher oder später wieder einfangen. Du musst den Leuten Sicherheit vermitteln, also beziehungsweise, dass sie der Währung, der zugrunde liegenden Währung hier an dieser Stelle vertrauen können, dass sie vertrauen können auf die Machthabenden und dass die weiter Kontrolle über die Gesamtsituation haben, was sehr schwer wird, also denn man sagt ja auch beispielsweise kleinen Kindern, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ne? Und jetzt ist offenbar, dass diese Herrschaften lügen, sehr, 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 also im Grunde genommen die Lügen mittlerweile in einer Geschwindigkeit auf einen einprasseln, wo man dann auch sehen kann, dass es nicht der Wahrheit entspricht, was eben hier kommuniziert wird, dass das eben dann dazu führt, dass die EZB vielleicht tatsächlich um ein Vielfaches schneller, aggressiver gezwungen ist, geldpolitisch restriktiver aufzutreten, um der Entwertung des Euros, die aktuell voranschreitet, eben entgegenzutreten. Anziehen der Zinsen wäre die logische Konsequenz. Also das heißt, an dieser Stelle eben diese Umlaufgeschwindigkeit zu verringern, indem man es attraktiver macht, das Geld wiederum aufs Bankkonto einzuzahlen, was allerdings nicht möglich sein wird. Warum? Naja, weil man eben hier durch einen anziehenden Zins, durch die jüngste Politik und das Schuldenmachen beispielsweise in wirtschaftlich schwachen Ländern, wie beispielsweise Italien oder auch Spanien, also wirtschaftlich schwach in Relation zur Wirtschaftsleistung zum Beispiel in Deutschland, das ist ja wieder Stichwort Inhomogenität der Eurozone und dergleichen, dass das eben dazu führen würde, dass hier ein anziehender Zins im Grunde genommen zum Staatsbankrott dieser einzelnen Mitgliedstaaten führt und dass es wiederum die EZB braucht an dieser Stelle, um diesen Staatsbankrott zu verhindern durch den Aufkauf der anderen und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir sehen in diesem Zusammenhang einfach ein Dilemma, in dem sich die EZB wiederfindet, aus dem sie unmöglich fast schon, möchte man sagen, herauskommt. Aber genau diese Unsicherheit, die wird sich dann auch, ich denke, recht deutlich an einer Underperformance eben des Aktienmarktes widerspiegeln. Und wenn ich mir eben beispielsweise anschaue, wie relativ schwach eigentlich hier der DAX an der Stelle performt hat, also fürs Jahr 2021 sind wir verhältnismäßig stark gelaufen. Wir müssen uns mal vor Augen führen. Wir haben das Jahr begonnen hier in Gefilden um 13.700 Punkte. Wir notieren selbst nach diesem massiven Drop am Freitag für das Jahr immer noch deutlich im positiven Territorium, 15% year-to-date. Also das ist eine sehr, sehr starke Jahresperformance. Aber wenn man das vergleicht beispielsweise mit der Performance, die wir hier im S&P zu sehen bekommen haben seit Jahresbeginn, wo wir das Jahr anfangen, ich guck mal kurz, bei 3.700 Punkten roundabout und wo wir jetzt mittlerweile
hier fast schon in Territorien vorgestoßen sind, weit über die 20er-Gefilde, vielleicht sogar 30% aufs Jahr haben tatsächlich zulegen können, dann ist das eben eine deutliche Underperformance, die dort ausgemacht werden kann. Das heißt nicht, dass dieser Kurs, den hier die Fed fährt an dieser Stelle, in irgendeiner Form nachhaltiger ist. Auch da wird sich früher oder später wahrscheinlich eine ziemlich dramatische Situation darstellen im Hinblick auf die Schulden. Aber wie halt damals schon skizziert, die Fallhöhe in Anführungsstrichen für die EZB ist um ein Vielfaches höher als das, was wir im Hinblick auf die US-Wirtschaft oder generell auf die Fed sehen, weil eben in dem Fall die aktuelle Zentralbankbilanz in Relation zur Wirtschaftsleistung bei roundabout 35, 40% im Hinblick auf die Fed liegt, beziehungsweise zeitgleich hier Niveaus im Euroland, beziehungsweise im Hinblick auf diese Konstellation in der Eurozone bei etwa 80% liegt. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir haben hier im Grunde genommen eine Ausdehnung der Zentralbankbilanz und immer mehr Geld, was auf immer weniger Wirtschaftsleistung trifft, was im Zusammenhang mit einer Weltreservewährung wie dem US-Dollar, der Größe der US-Wirtschaft insgesamt und dergleichen, eben hier sich noch nicht bemerkbar macht. Also noch nicht bemerkbar macht. Das heißt nicht, dass es nicht über die kommenden Jahre auch hier zu dramatischen Entwicklungen kommen kann. Aber aus diesen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, muss ich eben sagen, bin ich grundsätzlich eigentlich für den S&P bzw. den US-Aktienmarkt um ein Vielfaches bullischer an dieser Stelle, als ich es eben für europäische Aktien bin. So, und jetzt können wir auch übergeordnet das mal hier einordnen. Ich mache das mal ganz kurz farblich anders. Einen Moment. Das machen wir mal pink vielleicht. So. Das Interessante in dieser Konstellation ist, dass wir weiterhin in diesem Aufwärtstrendkanal hier laufen. Also wir haben natürlich einen sehr dynamischen Break zu sehen bekommen, dieser recht steilen Trendlinie. Aber wir haben eben auch hier diese 4.600er Marke halten können. Also das bedeutet etwas anders formuliert an dieser Stelle. Wir haben zwar einen kurzen Flush unter dieses Niveau gesehen, Tagesschlusskurs unterhalb und dann wird man schon so ein bisschen nervös in Anführungsstrichen, aber wir sehen dann relativ zügig durch diese Vorgaben jetzt und diese potenzielle Übertreibung, die stattgefunden hat, sehen wir eine Rückeroberung. Und sollten wir jetzt bei diesem erneuten kurzen Rollover hier gegen den Bereich so 4,640 ungefähr einen Retest der 4,6 zu sehen bekommen, die aber halten, dann könnte das der Wegbereiter tatsächlich für diese Jahresendrallye an der Stelle sein. Also sprich, dass wir diesen wirklichen Sturm im Wasserglas potenziell im Moment zu sehen bekommen haben und dann gegen diesen Bereich um 4,6 wieder aufdrehen und allerspätestens mit Rückeroberung der 4,650, 4,660, diesen Bereich hier, der ehemaligen Tiefs, wäre die Tür geöffnet eigentlich nochmal in Richtung der Allzeithochs und höher. Und wie gesagt, das, was ich hier skizziere, das spiegelt sich dann eben auch in dieser potenziellen Übertreibung wieder, die wir mal einordnen wollen, die wir jetzt hier zu sehen gekriegt haben. Einen Moment, ich gucke mal ganz kurz übrigens. Und zwar haben wir hier eine Auflistung, oh, Verzeihung übrigens, 1990, ich habe gesagt aller Zeiten, da bin ich mir gar nicht so sicher, es könnte sein, vielleicht vorher gab es mal einen stärkeren Anstieg der Volatilität. Aber also jedenfalls der letzten 30 Jahre hat Charlie Bilello das hier mal aufgearbeitet. Übrigens ein Must-Follow, also wer bei Twitter ist, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier den Betrachtungen von Charlie Bilello zu folgen. Was der hier auflistet, sind die stärksten 1%, ein Tages Moves in Prozent im Volatilitätsindex auf den VIX. Also das bedeutet, wenn wir uns den VIX an der Stelle eben anschauen, der am letzten Donnerstag bzw. am Mittwoch um 18,5 Punkte gehandelt hat, und der steigt dann eben hier zum Schlusskurs auf 28,62 Punkte, dann entspricht das einem Anstieg offensichtlich von 54% innerhalb eines Tages. Und das wurde nur dreimal davor innerhalb dieser Zeitspanne übertroffen. Einmal hier zum Tag, ich nenne ihn mal Volmageddon. Das ist mal ganz kurz eingeordnet. Das war eine technische Reaktion damals. So. Wir gucken uns mal kurz den Commitment of Traders Report in dem Zusammenhang an, um das besser einordnen zu können. So. Wir brauchen mal die letzten 5 Jahre. Da sehen wir nämlich auch hier. Also, das war die Corona-Vola, so in Anführungsstrichen. Aber dieser Anstieg hier, rein prozentual betrachtet, der war um ein Vielfaches höher.
als das, was wir zuvor gesehen haben, begünstigt durch den Umstand, dass die Marktteilnehmer hier, als der WIX damals im Bereich um 10 Punkte konsolidiert und es ein sehr dünnes Umfeld einfach oder ein sehr volatiles Umfeld einfach war, da haben wir dann eben eine Short Squeeze zu sehen bekommen. Also die Marktteilnehmer, die Volatilität verkauft haben, weil sie gesagt haben, haben gar keinen Grund, irgendwie hier skeptisch zu werden, die wurden plötzlich aus ihrem in Anführungsstrichen Dornröschenschlaf gerissen, als es Anfang Februar zu einem Uptick hier in der Volatilität kam und dann zu diesem starken Anstieg, diesem vertikalen Anstieg nahezu. Und das war tatsächlich historisch betrachtet, in dem Zeitfenster jedenfalls, der stärkste Anstieg mit mehr als einer Verdoppelung des WIX auf Tagesbasis, auf Tagesschlusskursbasis. Ähnliche Entwicklung auch Ende oder beziehungsweise Ende Januar 2021, das war GME, wir erinnern uns dran, das war also die Meme-Stock-Saga plötzlich, die darüber darin gipfelte, möchte man sagen, dass eben die Frage aufkam, ob es jetzt hier eventuell zu Schwankungen oder zum Close von zum Beispiel, also Close, beziehungsweise zum Kollaps von beispielsweise Neo-Brokern kommt, Stichwort Robinhood an der Stelle ganz besonders, infolge nämlich der massiven Volatilität, die dort in den Markt gekommen ist und der entsprechend Absicherungsgeschäfte, die nötig sind für Robinhood, um seinen Kunden weiterhin das Offenhalten oder das Traden innerhalb dieser hochvolatilen Aktien, in dem Fall eben den Meme-Stocks, GMC, AMC und so weiter, eben zu ermöglichen. Dann hatten wir nochmal ähnliches was im Februar 2007, aber in Summe war das einfach ein massiv scharfer Anstieg. So, jetzt kommt aber die Frage, durch was wird denn begünstigt? Und das gilt es eben so ein bisschen einzuordnen. Und dann sieht man auch, weswegen ich so bullisch bin. Also, wie gesagt, ich habe da am Freitag, naja, ich habe es unterschätzt, ja, wahrscheinlich. Ich hatte eigentlich schon am Morgen im Morning Meeting hatte ich ein günstiges Szenario skizziert. Deswegen war dieser Drop auf der Unterseite dann doch ein bisschen überraschend, ja, auch, aber dennoch sehr, sehr stark übertrieben. Der ist aber nicht gleichzeitig gelaufen, eben in dem Fall im S&P, beziehungsweise da konnte sich der gar nicht bemerkbar machen, weil der Handel schon ausgesetzt war, beziehungsweise beendet war. Denn um 19 Uhr kam es hier im Falle von dem S&P, kam es zu diesem Close der Position oder beziehungsweise des Handels. Im DAX hat dieser Drop dort sich begonnen zu beschleunigen ab 19 Uhr. Also das heißt, die US-Märkte waren gerade geschlossen, da handelte der DAX noch hier im Bereich um 15.250, also schon auf neuen Tagestiefs, ja, aber nichtsdestotrotz, hat dann nochmal 200 Punkte auf der Unterseite eben tatsächlich Abwärtsmomentum gesehen und sich nur marginal erholen können. Also das heißt, diese Bewegung wäre vielleicht auch im S&P, hätte die stattgefunden, aber die können wir eben nicht erkennen, weil da der Handel eben schon entsprechend geschlossen war. Und also zurückkommt auf diese Betrachtung, es ist eben ein ganz dünnes Umfeld. Du hast Thanksgiving, verkürzter Handel im Future, Equities, also Aktien, US-Aktien komplett geschlossen. Du hast am Freitag Black Friday, verkürzter Handel in Aktien und im Future. Und jetzt kommst du eben, ja, aus deiner, ich nenne sie mal Truthahn-Schmaus-Lethargie im übertragenen Sinne am Freitag, kommst du nach Thanksgiving, kommst du eben vielleicht zum Desk, beziehungsweise guckst eben auf deinen Rechner und stellst plötzlich fest, oh weia, wir haben eine neue Mutante, keiner weiß genaues, Omikron, alle Welt rastet aus, du siehst plötzlich die Medien, die es hoch und runter spielen in irgendeiner Form, Politiker, die sich äußern, Travel Bans, beziehungsweise eben das Unterbrechen des Flugverkehrs, beziehungsweise das Untersagen von bestimmten Linienflügen in ein Land aus bestimmten Bereichen der Welt, wo diese Mutante aufregt. Also völlige Emotionalisierung der Situation. Und jetzt hast du halt, und das haben wir ja durchaus beobachten können, oder beziehungsweise davon ist auszugehen, wenn wir uns jetzt mal diese Performance hier in Equities anschauen, über das Jahr, jetzt stellt man sich mal vor, du hast dein Portfolio, hast es entsprechend ausgerichtet, bist long und siehst jetzt in den Jahresschluss hinein plötzlich diese massiv auftretende Volatilität, diese Mutante, die da auftritt, und hast einfach eine Overweight Long Exposure, also das heißt, du bist übermäßig long im Markt positioniert und siehst vor allem jetzt auch im Hinblick auf den Umstand Jahresschluss, du siehst vielleicht auch in gewisser Form deinen Bonus in Gefahr. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ne? Da sitzen eben im Trader am Desk, die haben bis dato eine extrem starke Performance im Jahr in Aktien zu sehen bekommen. Naja, und jetzt plötzlich kommt so eine Mutante auf, du erinnerst dich irgendwie an die Entwicklung, die damals hier im Februar, März 2020 aufgetreten sind. So wurde es jedenfalls dargestellt. Ja, man sehe zum Beispiel, also ich meine, das ist jetzt nicht auf die USA bezogen, aber dieser Herr, ich weiß gar nicht, von wo der ist, Montgomery, glaube ich, ne, heißt der, der da plötzlich irgendwas mit Parallelen zu Ebola irgendwie skizziert oder sonst irgendwas. Also zumindest ging das aus der Headline hervor. Ich glaube, im Artikel selbst hat man das dann revidiert. Aber unabhängig davon, wir sollten den ganz normalen menschlichen Aspekt eben berücksichtigen, oh, mein Bonus ist in Gefahr. Das bedeutet, etwas anders formuliert,
Du versuchst plötzlich irgendwie deine Hände auf Versicherung zu bekommen, also Absicherung deiner Long Exposure. Wie bekommst du das am ehesten? Indem du beispielsweise Volatilität kaufst. Und diese Volatilität, also der Future, ist sehr dünn, beziehungsweise hat einen verkürzten Handel. Und dann siehst du plötzlich eine derart sich beschleunigende Bewegung im VIX. Also, wir können das mal ganz kurz ja hier anschauen. 5-Minuten-Chart vielleicht. Du siehst das schon bereits in der Vorbörse. Also hier ist der Handel in Anführungsstrichen unterbrochen, weil der Handel natürlich hier, also es ist, du siehst zwar den Handel über Nacht, aber nichtsdestotrotz hier wird in dieser Indikation wird eben der Handel in Anführungsstrichen unterbrochen im VIX, im Volatilitätsindex. Und dadurch kommt dieses Gap-Up eben tatsächlich zustande. Wo wir, also wir sehen den Schlusskurs hier um 18 und dann ist der Eröffnungskurs in dieser VIX-Indikation hier bereits um 26, 27 Punkte. Und die Verkauf oder kaufen, 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 kaufen Volatilität, das hat sich dann begonnen, so ein bisschen zu normalisieren, in Anführungsstrichen. Also die Volatilität ist dann in den Abend hinein so ein bisschen zurückgekommen. Aber nichtsdestotrotz ist diese Übertreibung auf der Oberseite durch den Umstand einfach zurückzuführen, dass wir ein extrem dünnes Umfeld einfach schlichtweg hatten. Und die Nachhaltigkeit dieser Bewegung, also nachdem sich jetzt auch so ein bisschen der Staub gelegt hat, also du kaufst Absicherung und die Frage, ob das überhaupt nötig ist oder beziehungsweise ob da so eine große Gefahr für die Weltwirtschaft besteht oder dergleichen, die stellst du dann erst danach. Also es wird erst geschossen und dann wird gefragt im übertragenen Sinne. Und genau diese Entwicklung, die jetzt da stattgefunden haben, die scheint mir nett formuliert ein bisschen übertrieben zu sein. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Kombiniere ich diesen Ausblick mit diesem Verteidigen, auch aktuell jedenfalls, der 4600er Region, beziehungsweise sollten wir die nochmal anlaufen und dann halten können? Denke ich, haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen die 4,6 eher aufdrehen und tatsächlich dann diese Jahresendrallye auf den Weg gebracht sehen. Also wer weiß, was für Wahnsinnigkeiten da sich die Politiker jetzt noch einfallen lassen. Aber im Großen und Ganzen ist diese Omikron-Geschichte kein Gamechanger. Also das ist nichts, was nicht in irgendeiner Form sowieso hat erwartet werden können. Erinnert euch daran, das hatte ich am Freitag schon gesagt, wenn man mit den richtigen Leuten spricht an der Stelle, dann war man sich darüber durchaus im Klaren. Wenn man das Gleiche dann eben auch nochmal, nicht nur im Hinblick auf das Auftreten einer solchen Mutante, sondern auch der Gefährlichkeit zum Thema macht. Es kann sein, dass, es gilt es erstmal abzuwarten, dass die nicht nur ansteckender ist, sondern auch gefährlicher, eine höhere Letalität hat und dergleichen. Also wenn sie denn dann, aber die Wahrscheinlichkeit dafür scheint eher gering zu sein. Besonders auch vor dem Hintergrund dessen, was man jetzt aus Südafrika schon hört, wo eben der eine oder andere, nicht nur Politiker, sondern auch Virologe, sich äußert und dann gesagt wird, Leute, also bis jetzt sind die auftretenden Fälle eher mild. Also das ist eher ein Aufbauschen, eine Mücke zu einem Elefanten machen, die wir jetzt hier zu sehen bekommen. Das heißt nicht, dass man das Virus nicht für voll nimmt oder das heißt nicht, dass man nicht in irgendeiner Form trotzdem hier lieber ein bisschen vorsichtiger agieren sollte, aber die Emotionalität, mit der diese Heftigkeit jetzt kommuniziert wird, die geht dann doch vielleicht doch nett formuliert auch ein bisschen arg zu weit, so möchte man vielleicht sagen. Und genau in solchen emotionalen Umfelden spiegelt sich das dann auch hier entsprechend in der Price Action wieder. Wenn das wirklich so dramatisch wäre, glaube ich, dann würden wir hier ganz andere Zustände zu sehen bekommen. Der DAX würde deutlich unter 15.000 Punkten handeln, beziehungsweise auch der S&P würde jetzt diesem Risk-Off-Modus, der sich in der Kursentwicklung in DAX in den Wochenschluss hinein gezeigt hat, würde der entsprechend Folge leisten und mindestens mal zu einer Attacke auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier ansetzen, beziehungsweise eher sogar zu einem Break unterhalb dieses Niveaus. Das bedeutet also etwas anders formuliert, solange wir die 4,6 halten können, bin ich für den S&P weiter bullish, gehe eher davon aus, dass auch die Volatilität weiter auf dem Rückmarsch sich befinden dürfte und eher früher als später es zu einem Drop unter die 20-Punkte-Region wieder kommt. Sollte ich mich irren, dann haben wir, wie gesagt, vielleicht doch ein bisschen etwas, ich nenne es mal, holprigeren Jahresschluss vor uns, wobei der Fokus dann hier zunächst einmal auf der 4,580 liegt. Tagesschlusskurs unterhalb wäre ein potenziell ein bärischer Treiber, der im Falle des S&Ps uns in Richtung der 4.500er-Region befördert. Zeitgleich dürfte der DAX dann nochmal den 15.000er-Bereich anlaufen. Aktuell muss ich aber gestehen, sieht das noch verhältnismäßig solide aus. So möchte ich es mal bezeichnen. Sollten wir die 15,3 droppen, könnte es zwar zu einem Flashout kommen, der uns nochmal Richtung 15,2 führt, aber ich muss ehrlich gestehen, aktuell sehe ich nicht wirklich viele Gründe, weswegen wir sehr deutlich unter 15.000 Punkte rutschen können. Nicht, dass es unmöglich wäre, aber nichtsdestotrotz müsste ich jetzt eine Wette abgeben, würde ich sagen, wir notieren in 3 Wochen von jetzt zu Weihnachten eher höher, als dass wir tiefer notieren. Wobei eine Gegenbewegung, besonders wenn wir die 15,5 in dem DAX dann hier rausnehmen, 4,50 ist aktuell der Bereich um die Tageshochs, in den kommenden Tagen sogar einen Bounce denkbar macht, der uns zurück in Richtung 15,7 führt. So, das also zum
zum S&P und zum DAX bzw. zum WIX. Wir werfen einen Blick natürlich hier einmal auf Gold. Also diese Divergenz, die hatten wir schon zum Thema gemacht. Die können wir jetzt hier rausnehmen. Spielt das erstmal keine Rolle mehr. Ja, dieser Rollover-Moment, besonders auch dieser schwache Tagesschluss hier, der hat natürlich schon so ein bisschen für Aufruhr, so möchte ich es mal bezeichnen, gesorgt. Also jedenfalls bei mir, da hätte man durchaus den Schluss jetzt ziehen können, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr an Abgabedruck sich herauskristallisiert, weil diese Schwäche, die Gold plötzlich in den Schluss hinein gesehen hat, dieser Abgabedruck hier, war sicherlich dann auch so ein bisschen der übergeordneten, ich nenne sie mal Rohstoffschwäche geschuldet und vielleicht dem Risk-Off-Tendenz. Also man hat dann einfach auch in den späten Handelsstunden, wie gesagt, diese Übertreibung gesehen, weil plötzlich sich so ein, wie soll man das nennen? So eine Verselbstständigung vielleicht der Situation herauskristallisiert hat. Also plötzlich waren alle irgendwie auf dem Trip, um Gottes Willen, die neue Mutante, jetzt geht's abwärts, jetzt kommt alles genauso, wie wir es schon mal hatten, dann auch noch in den Jahresschluss hinein, was soll nur aus uns werden? Und diese Dramaturgie, die sich dann da wieder gespiegelt hat, wie gesagt, die schien oder scheint definitiv etwas overdone zu sein, so möchte ich es mal bezeichnen. Interessant in dieser Konstellation ist mit Sicherheit, dass es keinen Follow-through gab und dass wir weiterhin haben diese Trendlinie hier halten können. Das finde ich ganz interessant, weil das dann deutet nämlich darauf hin, dass die eine durchaus erhöhte Signifikanz hat und sollte jetzt über kurz oder lang hier eine Rückeroberung der 1810, 815 stattfinden, wäre das auch hier der potenzielle Door-Opener an der Stelle für einen Test nochmal dieser 8,35er Region, beziehungsweise dann vielleicht auch einem Lauf zurück rüber in Richtung der 1900er Region in den Jahresschluss hinein. Also die Situation in Gold, die stellt sich aktuell deutlich freundlicher wieder dar. Wenn wir nochmal einen Rücksetzer zu sehen bekommen, so in Richtung hier der 7,95er Region, vielleicht, naja, ja, 7,95 wahrscheinlich, wäre das vielleicht sogar ein ganz attraktiver Bereich, gegen den man sich long positionieren könnte. Stop unterhalb der Übertreibungstiefs von gestern sind 15 US-Dollar pro Feinunze, ungehebeltes Risiko. Und Ziel der ganzen Angelegenheit ist eben der Lauf zurück in Richtung hier dieses rotfarbenen Kastens, in Anführungsstrichen, dieses Rechtecks, 1830, 835. Und dann, ja, potenziell erste Gewinnmitnahme gegen diesen Bereich. Vielleicht dann Halten einer darüber hinausgehenden Position in Erwartung, dass es zu einem Rücklauf nochmal in Richtung der 870er Region kommt. Und diese Erwartungshaltung, die wird auch jetzt unterstrichen, gerade durch die aktuellen Entwicklungen, die wir im Zins zu sehen bekommen. Sehr interessant. Auch hier kann man erkennen im Zinsmarkt, dass die Marktteilnehmer Zweifel haben. Zweifel, ob die Fed wirklich in der Lage ist, hier einen restriktiveren geldpolitischen Kurszeiten auf den Weg zu bringen. Ich habe, also das Problem ist, in Anführungsstrichen, ich habe jetzt nicht genau notiert, welche Niveaus wir letzte Woche zu sehen bekommen haben, aber glücklicherweise ist es hier so, auf der Webseite der CME kann man sich die Entwicklung von vor einer Woche anschauen, also das heißt von letzter Woche Montag. Und wenn man diese Zahlen hier ganz genau analysiert, dann erkennt man, bei genauerer Betrachtung tatsächlich, aber man erkennt dennoch, dass die Marktteilnehmer beginnen, einen restriktiven geldpolitischen Kurs der Fed in Form von Zinsanhebungen deutlich weniger wahrscheinlich zu spielen, nachdem diese Meldung jetzt hinsichtlich dieser Corona-Mutante auf den Weg gebracht wurde. Das ist ganz interessant tatsächlich, denn Tatsache ist ja, dass die Fed nicht nur ihre Anleiheaufkäufe gerade deutlich reduziert, sondern dass eben auch die Marktteilnehmer dann ab Mitte nächsten Jahres, eigentlich schon ab Juni, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit erwartet hatten, dass die Fed ihren geldpolitischen Kurs beginnt, dann auch restriktiver zu gestalten, um inflationären Druck eben abzubauen. Also sprich, Anleiheaufkäufe zurückgeführt werden und zeitgleich fast schon eine Zinsanhebung dann, also Leitzinsanhebung an der Stelle eben verkündet wird. Und wenn man sich das jetzt genau anschaut, dann sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit für drei Zinsanhebungen im nächsten Jahr deutlich reduziert ist. Also drei impliziert an der Stelle, wir hatten diese drei Zinsanhebungen tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50%.
Wir sind leicht jetzt unterhalb dieses Niveaus, aber wenn man ganz genau schaut, ausreichend stark, um diese aktuelle Entwicklung und Sorge und Skepsis im Markt sich widerspiegeln zu sehen. Also ich will es nicht überbewerten, aber es ist dennoch bei genauerer Betrachtung erkennbar, dass wir hier einfach eine jetzt konservativere Erwartungshaltung seitens der Marktteilnehmer in Bezug auf die weitere Zinspolitik der Fed haben. Und das ist etwas, was natürlich in Kombination mit dem weiter anziehenden Inflationsdruck und dem sich aufbauenden Inflationsdruck natürlich bullisch für in dem Fall eben Gold ist. Also das heißt, dieses bullische Szenario an dieser Stelle, hier an dieser Stelle, ist wahrscheinlicher, dass es sich herauskristallisiert. Und wir haben jetzt eben auch ein ganz klares Level, in dem Fall, gegen das wir riskieren können. Also das heißt, diese Übertreibungstiefs, beziehungsweise die Tiefs, die dann auch vorher schon letzte Woche hier am Dienstag, beziehungsweise Mittwoch sich gezeigt haben, das ist ein gutes Level, gegen das man einfach riskieren kann. Kleines Risiko, jetzt knapp unterhalb der 1800er Marke, 15, maximal 20 US-Dollar pro Fine Ounce Risk. Und dann auf der Oberseite einfach diesen tiefen Lauf über die 1800 zu erwarten. Vielleicht auch begünstigt durch die bullische Saisonalität, die wir einfach in den Jahresschluss erwarten dürfen. So, ja, das also zu Gold. Wir blicken natürlich auf, ich hatte es gerade ja schon gesagt, wir blicken natürlich auf WTI und sollten uns auch vor Augen führen, dass WTI ein potenzieller Kandidat ist für erhöhte Volatilität jetzt in den kommenden Tagen. Also für mich beispielsweise, jetzt würde man sagen, naja, gibt es für mich denn als besonders auf US-Equities fokussiert, gibt es denn da Möglichkeiten, überhaupt auch dann tätig zu werden? Oder sollte ich mir dann nicht eher auf den Future konzentrieren an der Stelle, im WTI, beziehungsweise hier an der Stelle eben den CFD? Es gibt tatsächlich auch Equities, die da heiß sein könnten. Und zwar der. Ich guck mal ganz kurz, gibt es den hier? Ja, da ist er nämlich. Der sogenannte USO. Das ist der United States Oil Fund. Also steht hier unter dem Kürzel Oil. Ich werde mal ganz kurz den hier aufmachen. Das ist ein ETF, der stark positiv hier an der Stelle zu WTI korreliert ist. Und der für den einen oder anderen vielleicht auch von Interesse ist an der Stelle. Also er hat ein durchschnittlich gehandeltes Volumen von 5,2 Millionen Stücken, 5,22 Millionen. Durchschnittliches Volumen am Freitag lag fast viermal so hoch. Also es zeigte, war schon heiß. Und er wird auch heute potenziell heiß sein. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich mit diesem ETF eine Möglichkeit, auch Öl im Equities-Bereich eben tatsächlich zu traden. Es wird der eine oder andere sagen, naja, ich kann es auch direkt über den Ölkontrakt eben an der Stelle machen. Ja, aber Informationen hinsichtlich beispielsweise des Volumens wünscht, hinsichtlich des durchschnittlich gehandelten des volumengewichteten Durchschnittspreises, also VWAP zum Beispiel und dergleichen, der ist eben hier im Falle des USO dann ebenfalls sehr, sehr gut aufgestellt. Aber kommen wir ganz kurz zurück, also zu den Entwicklungen und dieser massiven Übertreibung, die wir zu sehen bekommen haben in Öl am Freitag. Natürlich begünstigt durch den Umstand, weil alle sind panisch, alle glauben um Gottes Willen, die Weltwirtschaft kommt wieder zum Erliegen, alle gehen in den Lockdown, vor allem auch von dem Hintergrund der jetzt den jüngst sicher derart dramatisch stellenden Situation im Hinblick auf die Inzidenzen, wo man sich auch. Also ich jedenfalls die Frage stellt, welchen Sinn und Zweck das haben soll, noch auf die Inzidenzen zu schauen. Das war doch vorher klar, dass die derart durch die Decke schießen. Das wurde doch sogar auch auf breiter Front zum Thema gemacht. Man hatte das auch schon vor Monaten, glaube ich, seitens des Gesundheitsministeriums, glaube ich mal, gesagt. Also hierzulande. Deswegen, ich bin so ein bisschen überrascht, dass man das ausgerechnet jetzt zum Thema macht. Aber ja, passt wahrscheinlich gut einfach ins Narrativ, um seine Interessen irgendwie in irgendeiner Form durchzudrücken, welche auch immer das sein mögen. Also zurückgehen auf Öl oder zurückkommen auf Öl. Wir haben hier dann ganz besonders in der zweiten Hälfte des Tages einen richtigen Ausverkauf zu sehen bekommen. Also nur um das mal einzuordnen. Hier so am 26. da haben wir einen Opening Print gehabt bei 77,87 $. Also ganz wichtig, Continuous Contract. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ich check das hier in meinem Öl-Future oder sowas. Da habe ich einen ganz anderen Preis. Wie kann das sein? Das hat damit zu tun, weil hier verschiedene Kontraktmonate zusammengenommen werden, ausgehend von denen ein Preis berechnet wird, um einen sogenannten Continuous Contract zu ermöglichen. Wenn du nämlich hier an dieser Stelle den Öl-Future über einen CFD abbildest, was ja auch möglich ist, dann hast du aber das Problem, dass dieser einmal im Monat verfällt. Und um längerfristige Positionen auch zu ermöglichen und nicht kontinuierlich immer dann in den nächsten Kontraktmonat rollen zu müssen, gibt es hier eben diese sogenannten Continuous-Lösungen, wo wir dann eben verschiedene Kontraktmonate, also zum Beispiel diesen Monat und den nächsten Monat, zusammenschließen
Und dadurch allerdings, weil eben das zu Preisdifferenzen kommt, es dann zu unterschiedlichen Preisen hier in den CFD-Indikationen kommt. Also das ganz kurz zur Erklärung. Aber wir haben, also nur um das mal einzuordnen, wir haben eben einen Verfall von über 10% gesehen für den Tag. 77,87 hatten wir eröffnet und sind dann im Tief gehandelt worden bei 67,24. Handeln jetzt wieder deutlich zurück oberhalb der 70, also deutlich zurück, in dem Fall 71 Dollar an dieser Stelle. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, diese Reaktion einfach overdone ist, beziehungsweise dass wir jetzt in dieser Konstellation hier zeitnah eher eine Gegenbewegung wieder in Richtung der höheren Niveaus sehen dürften. Das gilt ganz besonders, wenn es gelingt, hier die 72 in dieser Indikation herauszunehmen. Also das heißt, dieser Bereich, das ist ein Schlüssellevel. In dem Fall haben wir hier die 70 wahrscheinlich auf der Unterseite. Konsolidierung zwischen 70 und 71, die hier stattfindet, Entschuldigung, 70 und 72. Und sobald wir über die 72 brechen, wäre an dieser Stelle ein Lauf denkbar, der uns deutlich zurück in Richtung 74 führt, beziehungsweise in Richtung hier vielleicht der potenziellen Ausbruchregion. Das ist so der Bereich 75 Dollar sogar. Also CRV-technisch könnte das durchaus interessant sein für ein Bounce-Play. Im Falle von dem USO, diesem United States Oil Fund, der jetzt natürlich noch nicht gehandelt wird, weil das ist reine Kasse, ja, haben wir natürlich hier eine ganz interessante Region. Das ist nämlich die 200-Tage-Linie, gegen die wir jetzt hier potenziell vielleicht auch einen Support finden. Das hier in diesem Zusammenhang dann relevante Level wäre die 50er-Marke wahrscheinlich. Mal schauen, guck mal ganz kurz, mal eben hier. So, guck mal ganz kurz, wo wir in der Vorbörse hier handeln. Sind wir schon, ja, wir handeln schon zurück überholt, 5,50, da können wir es ja schon erkennen. So. Da kann man auch den verkürzten Handel offensichtlich erkennen, ne? 19 Uhr war in Anführungsstrichen Ende Gelände. Vielleicht ein kurzer Flush zur Eröffnung. Vielleicht ein kurzer Flush, aber wenn die 50 gehalten werden kann, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis hier, das ist diese jetzt in dem Fall orangefarbene Linie, das ist die leichte orangefarbene Hervorhebung hier für den vorbörslichen Handel. Und dieser 2-Tages-volumengewichtete Durchschnittspreis, das ist der durchschnittlich für eben den USO, also diesen United States Oil Fund, eben bezahlten Preis oder verkauften Preis an der Stelle. Und die Marktteilnehmer, die jetzt hier übermäßig emotional auf eben diesen Shortzug aufgesprungen sind am Freitag, haben durchschnittlich, und das zeigt dieser Preis, haben durchschnittlich eben zu 50 Dollar verkauft. Das heißt, anders formuliert, sollten wir zur Eröffnung ein Flush in diese Gefilde zu sehen bekommen, dann wäre das ein Bereich, wo ich aber eine Unterstützung erwarte, weil der ein oder andere vielleicht sagt, war ein bisschen sehr emotional. Ich wollte eigentlich nur noch mal gucken, dass ich möglichst zu Break-Even wieder rauskomme aus dem Trade. Und deswegen denke ich, dass die 50 da sehr, sehr interessant ist in dem Fall. Also sollten wir den Flush sehen im USO dann hier und sollten die 50 halten können, ist das eventuell ein CRV-technisch attraktiver Bereich, gegen den wir uns dann long positionieren könnten, in Erwartung, dass es hier, das ist jetzt ein 30-Minuten-Chart, mindestens zu einem Bounce in Richtung der 54er-Gefilde kommt. Also 4 Dollar ungehebelt gegen die 50er-Region, das scheint mir durchaus schon interessant zu sein. Beziehungsweise wir haben eventuell auch ein relativ kleines Risiko in dem Fall, wenn wir knapp unterhalb der 50 eben mit einem Stop arbeiten an der Stelle. Denn wenn die 50 droppt, möchte ich erstmal dann den USO auch hier an der Stelle nicht mehr long sein. Ja, also das ist ganz kurz, wie man Öl spielen kann, was da interessant ist. Wie gesagt, WTI sicherlich von Interesse für den einen oder anderen, aber auch definitiv ein Blick wert hier an der Stelle mal, sich diesen Öl-ETF eben tatsächlich zu betrachten. So, jetzt kurz mal überlegen. USO, Equities generell, Earnings recht dünn tatsächlich jetzt in der Woche an dieser Stelle. Also wir haben heute ganz, ganz wenige Zahlen, die eine Rolle spielen. Einige vielleicht japanische, Verzeihung, chinesische Unternehmen hier an dieser Stelle. Ich muss an der Stelle wirklich gestehen, ich wüsste das noch nicht mal so für diese Unternehmen hier tatsächlich stehen. Aber ADRs vielleicht, die heiß werden könnten. Morgen vorbörslich, da gucken wir nochmal drauf, könnte JinkoSolar Solar sein, JKS an der Stelle. Wobei die war letztes Jahr mal eine ganze Weile heiß, allerdings ging das besonders im November. Damals begünstigt eben durch die Wahl Joe Bidens und dem Fokus dann auf regenerative Energien und so weiter, dass diese Titel damals in Anführungsstrichen steil gingen, parallel auch zu anderen regenerative Energiequellen ansteuernde Unternehmen, ja, Elektromobilität und so weiter. Also relativ dünn tatsächlich, hauptsächlich aktuell
derzeit sicherlich im Fokus, nachdem sie am Freitag heiß waren, Titel im Pharmabereich, beziehungsweise also am Impfstoffhersteller beispielsweise, zum Beispiel Moderna, hat ja eine mega Bewegung gesehen, zurück über die 300 an der Stelle. Hier einen ganz klaren Bruch dieser Abwärtssequenz eben auf den Weg gebracht. Sieht jetzt ein bisschen übertrieben aus auf der Oberseite. Auch am Freitag sind bei fast 350 im Hoch gehandelt worden. Sehen jetzt eben einen Bounce. Mal schauen, ob dieses Gap gehalten werden kann, wenn sich herauskristallisiert, dass dieser Impfstoff-Hype in Anführungsstrichen eventuell ein bisschen overdone war. Nichtsdestotrotz, weiter sollte natürlich, und das ist das, was hier wahrscheinlich dann beginnt, eine Rolle zu spielen, wird sich mehr oder minder aber auch herauskristallisieren. Jetzt mal unabhängig davon, ob diese Variante so dramatisch gefährlich ist und die Wirtschaft zum Erliegen hat, global und so weiter. Es zu Einschränkungen kommt dann auch im Bereich Reisen und dergleichen. Dass man aber dennoch erkennt, dass eben diese Impfstoffhersteller weiter eine sehr starke Nachfrage sehen werden. Einfach längerfristig. Und das könnte dazu führen, dass wir einen Großteil dieses Gaps, was wir hier am Freitag produziert haben, eventuell halten können. Also ich formuliere es anders. Sollten wir, sofern, ich komme mal ganz kurz drauf, wo wir in der Vorbörse stehen. Hat sich schon erledigt. Hat sich schon erledigt. Also wenn ich sage, halten wir das Gap, das ist jetzt das erste Mal. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht kleiner Flash auf der Unterseite, nochmal in Richtung der 300er Regionen, aber sieht gar nicht danach aus, dass da irgendwie eine stärkere Korrektur sich herauskristallisiert. Also am ehesten vielleicht sogar, es sieht danach aus, dass wir ein Gap-Up hier an der Stelle aufmachen, also oberhalb der Hochs von Freitag, vielleicht maximalen Flush hier in dem Bereich um 3,50. Wenn wir die halten können, könnte das schon der Wegbereiter für einen Lauf zurück in Richtung der 400er Region sein. Ein anderer Kandidat in dem Fall ist Novavax. Gucken, wo die stehen. Auch oberhalb von 2,20 an der Stelle. Geht ja zeitnah. Wohl im Dezember oder im Januar, so in dem Zeitfenster, ist da geplant, dass dann die Auslieferung des Impfstoffes beginnt, also das Zulassungsverfahren scheint abgeschlossen zu sein. Wer Novavax auf dem Schirm hat, Moderna, wie gesagt, tradingtechnisch nochmal ein bisschen interessant, aber besonders für die Intraday-Fraktion, wer Novavax aktuell spielt, hoch so am Freitag um 2,22, das wäre auch so ein Bereich, den man da berücksichtigen sollte. Ja, andere Titel, die am Freitag natürlich extrem heiß gelaufen sind, Zoom, Stay at Home in Anführungsstrichen, ne? Also das war ja etwas, was dazu geführt hat, dass wir hier einen richtigen Hype gesehen haben. Erneut, also schon letztes Jahr gesehen haben und jetzt nochmal sich beschleunigen sehen, weil natürlich die Sorge aufkommt, naja und so weiter, was ist denn, wenn wir jetzt wieder zu Hause bleiben müssen? Dann hast du in dem Zusammenhang einfach eine sehr starke Nachfrage nach diesen Titeln wie Zoom beispielsweise, aber auch Peloton. Können wir mal kurz gucken, habe ich die hier noch offen eigentlich? Nee, Peloton habe ich gar nicht offen. Das waren starke Performer am Freitag, trotz diesem Ausverkauf, die wir zu sehen gekriegt haben. Na, die können die auch schnell gehalten. Das ist gar nicht so schlecht, weil die auch ziemlich gelitten hatten jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Wir haben gesehen, diese Tech-Titel, die haben durch die anziehende Inflation und dann auch anziehende Zinsen, haben die einiges an Abgabedruck gesehen. Und jetzt sehen wir eben nach diesen scharfen Ausverkäufen, beziehungsweise auch im Falle von Peloton natürlich dieser Gewinneinbruch, nee, Gewinneinbruch ist falsch, Eintrübung, ja, für einen starken Growth-Titel an der Stelle, der einfach dann eine derart schwache Guidance ausgibt, wie das Peloton getan hat am 4. November, vor gut jetzt ja, 4 Wochen. Dann hast du eben entsprechend den Treiber für diese scharfe Abwärtsbewegung. Jetzt kommt eben dann diese Hoffnung auf, Stay at Home. Vielleicht ist das doch sehr stark nach unten geguidet und eventuell sieht man dann doch zügig wieder eine Erholung. Das gleiche gilt, die gleiche Argumentation wie beispielsweise Zoom. Aber also, mal schauen, ob diese Aufschläge von Freitag gehalten werden können in diesen Titeln. Also Peloton, Zoom, Roku als Streaming-Anbieter, ja, nicht so außergewöhnlich, aber ich würde also ein bisschen weiter mal schauen, ob diese Titel dann überhaupt heiß werden, also ob genügend Volumen geht. Also ich glaube, das wird in Relation weniger sein als beispielsweise im Öl-ETF, im Uso beispielsweise. Aber sollten wir in diesen Titeln es schaffen, nach diesen jüngsten Abschlägen jetzt auf diese, besonders also im Falle von Peloton oder Zoom beispielsweise, diese Aufschläge von Freitag zu halten. Von Peloton, das sieht erstmal verhältnismäßig solide aus. Zoom an der Stelle, mal gucken, Eröffnung oder beziehungsweise Beginn der Rallye lag um 2,13 ungefähr. Noch können wir diese Niveaus halten. Wenn das gelingt, diese Niveaus zu halten, dann könnte es sein, dass hier vielleicht eine stärkere Gegenbewegung eben tatsächlich ansteht. Also im Falle von Zoom wäre es so,
Wo haben wir? Im Falle von Zoom wäre es dann eben so, dass wir hier eine Gegenbewegung vielleicht erwarten können, die uns in Richtung dieser Trendlinie, dieser Abwärtstrendlinie. Also der Abwärtsmodus ist noch nicht gebrochen, aber nichtsdestotrotz, zumindest mal ein Retest könnte da vielleicht anstehen, dass wir ein bisschen Gefilde um 2,50 eben laufen. Also das noch zu einigen Einzeltiteln, wie gesagt, aber der Hauptfokus, der wird wahrscheinlich eher so auf dem Uso eben liegen. An dieser Stelle ausgehend von der jüngsten Volatilität, die wir eben in Öl zu sehen bekommen haben. So, Gold, Silber, Bitcoin. Bitcoin sollten wir auch im Blick drauf werfen. Bevor wir allerdings zu Bitcoin kommen, will ich ganz kurz einmal in die Chatbox gucken. Ja, also nicht, dass man das falsch versteht. Im Hinblick auf die Situation auf den Intensivstationen beispielsweise oder den Krankenhäusern, ich denke, dass die Situation sich da wirklich dramatisch darstellt. Also davon bin ich überzeugt. Ich habe bis jetzt noch nicht mit jemandem aus diesem Bereich gesprochen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass die Situation sich da sehr dramatisch darstellt. Das, was allerdings jetzt problematisch ist, ist eben, dass man vertraut hat, dass man darauf vertraut hat, in Anführungsstrichen, dass das der Wahrheit entsprach, was die Politik an Panik vor einem Jahr verbreitet hat im Hinblick auf die Situation auf den Intensivstationen und dass auch parallel dazu eben nichts getan wurde, um diese Situation in irgendeiner Form zu lösen oder zumindest eine Idee mal zu formulieren, einen Plan darzulegen, wie man diese Situation in den Griff bekommt. Also ich formuliere es mal anders. Es ist ja nicht so, dass die Intensivbetten nicht vorhanden wären. Die können halt nur nicht betrieben werden, weil es nicht ausreichend Pflegekräfte gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, das war der Grund dafür. Und wenn man jetzt eben sieht, dass man sich in Anführungsstrichen 1,5, 2 Jahre in einer Pandemie befindet, nicht, dass man einen Intensivmediziner, Pflegekraft dort innerhalb kürzester Zeit ausbilden kann. Aber ich denke, man hätte durchaus Mittel und Wege finden können, die es ermöglichen, zumindest mal in einer Pandemie, die sich so dramatisch darstellt, wie sie sich ja darstellt, wenn man die mediale Berichterstattung verfolgt, dass man eine Struktur etabliert, innerhalb derer es möglich ist, dann auch Leute, die oder Krankenpfleger an dieser Stelle, die nicht für diesen Bereich ausgebildet sind, aber so weit auszubilden, dass sie in der Lage sind, eine solche Intensivkapazität zu betreiben. Also das denke ich, also vielleicht sehe ich das zu einfach, aber das wäre sowas, wo ich sage, da sind wir auch in so einem Modus, in der Not frisst der Teufel fliegen, sagt man ja. Also das bedeutet etwas anders formuliert, das ist nicht die Optimallösung, aber die ist besser als keine, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann hätte man wiederum andere Bereiche, wo man vielleicht auch hätte in Struktur schaffen können, wo man beispielsweise dann, denn die fehlen ja an anderer Stelle, diese Krankenpfleger dann, weil sie die Intensivkapazitäten betreiben müssen, dass man die dann im Grunde genommen in Anführungsstrichen ersetzt oder auch hier durch vielleicht nicht so top ausgebildete, aber zumindest ausreichend gut ausgebildete Pflegekräfte eben ersetzt an dieser Stelle. Das müssen natürlich auch eine Umgebung schaffen, in der das dann möglich ist, also wo diesen Menschen dann auch entsprechend Gehalt gezahlt wird oder beziehungsweise Möglichkeiten geschaffen werden, ihnen die Wertschätzung eben zukommen zu lassen, die diese unfassbar stressige Tätigkeit eben beinhaltet. Und das geht eben weit darüber hinaus, über ich stelle mich jetzt mal an den Straßenrand und klatsche Beifall. Also das hört sich jetzt sehr flapsig an, aber sind wir ganz ehrlich, also die Entwicklung, die wir dort gesehen haben, das ist ein Politikversagen auf ganzer Linie. Das ist ein absolutes Politikversagen. Und da gibt es auch nichts schönzureden an dieser Stelle. Und ich bin immer noch überrascht, dass keinerlei Konsequenzen für die Politik an dieser Stelle, für die dafür Verantwortlichen eben auf den Weg gebracht werden. Und dass das offensichtlich auch nicht gesehen wird, sondern dass man tatsächlich sich dann teilweise jedenfalls gesellschaftlich blenden lässt oder dass die Illusion geschaffen wird, dass irgendwelche, in dem Fall Ungeimpften es sind, die da eben für diese massiven Notstände eben tatsächlich sorgen. Also ich find das aus dieser Perspektive einfach zutiefst irritierend, was da gerade stattfindet. Also und sehe auch nicht, weswegen ich an der Stelle irgendetwas besonders seitens der Politik kommunizierte, eben überhaupt noch Glauben schenken sollte, darf, weil einfach ausgehend von dem Umstand, dass dort Dinge in der Vergangenheit ganz bewusst formuliert worden sind, kommuniziert worden sind, die gar nicht der Wahrheit entsprachen, um vom eigenen Versagen abzulenken, einfach sich so aufgetürmt haben, dass ich einfach ja, an der Stelle eben sage, ja, die Situation
wie auch immer sie sich darstellt. Aber ich möchte fast mal schon sagen, ich würde nur noch jemandem vertrauen, der da wirklich in diesem Bereich auch arbeitet, dass die Situation sich derart dramatisch darstellt, wie sie sich darstellt. Also das heißt nicht, dass sie sich nicht dramatisch darstellt, aber ich glaube nicht das, was mir gesagt wird. So möchte ich das mal sagen. Also das, was mir gesagt wird, oder beziehungsweise ich habe nicht die Informationsquellen, vertrauenswürdige Informationsquellen, sodass ich denjenigen welchen glauben kann. Ich habe gehört, tatsächlich, das ist eigentlich schon ein paar Monate her, im Sommer war das, von einer Krankenpflegerin aus einem anderen Bundesland, dass die Situation da wohl dramatisch sein soll. Also wirklich, und die sagt auch, diese unglaubliche Emotionalität, so wie sie es dargestellt hat. Aber witzigerweise, in Anführungsstrichen, interessanterweise, war das komplett konträr zu dem, was ich wiederum von jemandem aus Berlin gehört hatte, von einem Krankenpfleger. Also kein guter Freund oder sonst dergleichen, sondern einfach nur jemand, der in diesem Bereich eben tätig ist, mit dem man einfach mal ins Gespräch kommt, im Fitnessstudio, wenn man sich ein bisschen unterhält. Und das ist wiederum ganz interessant, weil da gibt es doch offensichtlich massive Divergenzen, vielleicht auch in der Wahrnehmung an dieser Stelle. Was ich dann wieder ganz interessant finde, weil eventuell gibt es auch, oder gab es, jetzt ist es zu spät, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen im übertragenen Sinne, gab es Möglichkeiten, dass nicht nur optimaler zu kommunizieren, sondern eventuell auch ganz zielgerichtet bestimmte Bereiche, eventuell ausgehend von einkommenden Daten, eben anders zu strukturieren. Und dann kommt die Frage auf, warum man das nicht getan hat. Und dann stelle ich mir wiederum die Frage, warum hört man eigentlich so wenig davon, dass da auch entsprechende Konsequenzen angezogen werden? Also schon nach dem letzten Jahr, wo die Situation ja so dramatisch hat sein sollen an der Stelle. Das Ticker-Symbol an Klaus-Peter. Öl, ETF, warte mal. Öl, ETF, das ist der USO, das ist das Ticker-Symbol. Rohstoffe generell, also ausgehend von der aktuellen Situation und den jüngsten Entwicklungen, die wir zu sehen bekommen. Denke ich mal, könnte man zu dem Schluss kommen, dass man sagt, Rohstoffe, also ganz besonders Edelmetalle wie Platin beispielsweise, eher von der Long-Seite zu betrachten. Das setzt allerdings auch voraus, dass sich dann hier ein entsprechender bullischer Modus einsetzt, weil diese übergeordnete global makroökonomische Einschätzung im Hinblick beispielsweise auf Gold, im Bezug auf Realverzinsung, negative Realverzinsung und dergleichen, man hätte schon seit langer Zeit eigentlich erwartet, dass hier eine entsprechende Rallye auf den Weg gebracht wird. Und das ist eben etwas, wo ich an der Stelle eben erstmal so gefühlt sagen würde, ja, long, aber pauschal würde ich das nicht unbedingt sagen, sondern abhängig von der jeweils charttechnischen Konstellation eben tatsächlich machen. In dem Fall long in Gold, solange wir oberhalb von 87 handeln. 1780 ist an der Stelle. So. Ja, Moment. USO WKN. USO WKN. Das dürfte die sein. Okay, Bitcoin. Genau. Ein Blick auf Bitcoin. Also, ne, Moment, das ist ja Öl. Gold. Moment. Bitcoin hier. So, nicht wundern. So, nicht wundern. Da ist das Wochenende ausgeblendet. Ja? Also das heißt dann, hier findet der Handel übers Wochenende nicht klassisch statt, in dem Fall das CFD, sondern in dem Fall ist es so, dass eben Freitag der Handel 23 Uhr aussetzt und dann am Montagmorgen, beziehungsweise also mit FX Trading in Auckland wieder entsprechend einsetzt. Wir hatten diese Region hier um roundabout 54.000 ja zum Thema gemacht, infolge eben dieser diversen Überlappungen hier aus der Fibonacci-Retracement-Perspektive. So hatten wir das ja empfangen gehabt. Ich hätte gesagt, Region 54 bis 50.000 auf der Unterseite. Das war hier diese rotfarbene Ellipse, die ich damit reingezogen habe. Und jetzt haben wir am Freitag, infolge auch dieser leichten Übertreibung, dann auf der Unterseite, diesem Risk-Off-Modus und dergleichen, wo dann eben Bitcoin in diesem Zusammenhang natürlich als
sehr volatile Assets-Klasse an der Stelle stärker unter Druck gerät oder potenziell eher unter Druck gerät, haben wir eben einen Test dieser Region zu sehen bekommen. Jetzt eine potenzielle Bodenbildung, die hier stattfindet. Und ja, nunmehr ist es tatsächlich eben so, dass ich sagen würde, solange wir hier an der Stelle die 56.000er Region ungefähr jetzt halten können, vielleicht nochmal einen kurzen Flush auf der Unterseite sehen. Es bleibt so ein bisschen abzuwarten, ob das stattfindet. Würde ich aber den Vorteil hier ganz klar auf der Long-Seite wieder sehen. Jetzt abgeschlossene Korrektur. Technisches Level konnte auf der Unterseite verteidigt werden. Dass wir jetzt aufdrehen in diesem Bereich und dann eben ja, die 57,6 bzw. hier die 58er Region, dass wir die eben in der Lage sind rauszunehmen. Sofern wir in der Lage sind, sie rauszunehmen, wäre das der Türöffner an der Stelle in Richtung eben der 59.000er Region, beziehungsweise vielleicht dann sogar der 60.000er Region, dass wir eben hier gegen diesen Bereich erneut aufdrehen, diese Aufwärtssequenz halten und dass es dann ja über kurz oder lang eben zu einer erneuten Attacke auf die Allzeithochs beziehungsweise Lauf in Richtung und auch über dann die 70.000er Marke eben tatsächlich kommt. So. Ja, das wär's an der Stelle zu Bitcoin gewesen. Dann schaue ich hier noch mal ganz kurz. Okay, perfekt. Also, das sieht gut aus. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, Happy Trading. Ja, passt auf eure Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Nächstes Morning Meeting morgen, am Dienstag dann, den 30. November, letzten Handelstag des Monats November. Eventuell ein bisschen mehr Volatilität. Aktuell sowieso ja anziehende Volatilität, aber auch morgen nochmal zusätzliche Volatilität in Form von dann stärkeren Schwankungen im Devisenbereich. Da werfen wir morgen einen Blick drauf. Stichwort FX Rebalancing. Und ja. Nunmehr wäre es das erstmal soweit meinerseits gewesen. Also potenziell heißer ETF ist der USO. Den gucken wir uns heute mal detaillierter an der Stelle. Und darüber hinausgehend, wie gesagt, alles, was mit Öl oder beziehungsweise Edelmetallen und der generell zu tun hat, übergeordnet Equities, muss ich gestehen, wie gesagt, bin ich eher bullish, weil ich glaube, dass das doch exaggerated war am Freitag. Einfach eine Übertreibung, massive Übertreibung, die fundamental nicht wirklich gerechtfertigt ist durch diese Entwicklung rund um Supermutanten und so weiter im Hinblick auf Corona. Und ja, schauen wir einfach mal, ob sich das Bild so ausgeht. Also, Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.